Oh Gott. Ja. Sogar mit Kupi, oder? Oder bin ich gesprungen? Na dann. Mario ist gesprungen, ist auch okay. Solange es nicht auf den Peaks Goomba geht, habe ich keinerlei Probleme mit der ganzen Geschichte. So, was können wir noch tun? Na gut. Kupio. Okay. Gut, der liegt erstmal flach. Wir mildern das Ganze ab und legen den Paracupa flach. Gibt der schon mal auch Ruhe, dann greift jetzt uns der Peaks Goomba an. Und der Paragumba. Nein, Kupio liegt auf der A. Alter. Die Zuschauer sind heute wieder gut drauf. Wir machen den Paragumba fertig. Ich glaube, ich habe mich vorhin versprochen. Ich meine den Paracupa. Der mit dem Powerblock. Genau. Ja, komm, stell dich. Ey, Kupio ist wieder da. Ja, Mario, komm, mach den fertig. Dann soll ich Kupio den Peaks Goomba machen. Sehr gut. Yay. So. Und dann machen wir den Sprung auf Koopa. Tütlü, tütlü. Oh, Pilze. Und wieder Giftpilz. Ah, ja. Ich, alter Verrückter. Tüdelü, tüdelü. Ja. Tüdelü, tüdelü, tüdelü. Münzen. Ach ja, das waren noch mehr epische Kämpfe. Ach, das Scheiß. Yay. 3 Paracupas. Toll. Pum, 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 pum. Man könnte jetzt mal Multisprung versuchen, Moment. Ja, ist okay. Zumindest. Ah, schmeißt durch den Powerblock, da habe ich kein Problem mit. Wieder nebenhin. Oh Mann. Oh Mann. Nein! Ich wollte Konter machen, Kacke. Nein! Ah! So ein Mist! Moment, wir legen den erstmal hin. So, guck, wir machen den platt. Sehr gut. Leck mich, was ist los? Machen wir bitte. Mario, machen wir Sternfit. Ich glaube, das brauchen wir jetzt. Giftpilze! Nein! Gibt's doch nicht sowas. Alter, was ist mit den Giftpilzen los? Habe ich heute wieder gefressen, die Viecher echt. Scheiße. Man muss es ja auch mal hier sagen. Naja, nicht viel rausgeholt, aber gut. Immerhin, die Sternenergie ist auch ein bisschen weniger. Dann können die Zuschauer die wieder auffüllen, wenn ich cool mache. Was? Alter. Ich glaube, ich muss hier mal wechseln machen. Ist ja furchtbar. Nee, Mario musste erst. Nein, wollte ich ja gar nicht. So, Sprung. Mario kriegt irgendwie hier seine Verteidigung nicht so ganz auf die Reihe. Konter klappt schon nicht und Verteidigung ist recht nicht. Ganz schlecht. Tot. Und tschüssi. Dülü, 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 dülü. Noch mehr Münzen. Hier ist es irgendwie ziemlich zugig auf der Brücke. Yay, keine Gegner mehr. Es geht hier den Turm hoch. Und ich glaube, wir sind dann schon beim epischen Endkampf gegen Logard. Ja. Ich glaube schon. Ach, ist das schön. Oder kommt jetzt erstmal noch so ein Zwischending? Man weiß es nicht. Ach ja, jetzt kommen wir hier unten raus. Genau. Ach, leck mich. Wie ich's mache, mache ich's verkehrt. Ne, wir machen was anderes. Wir machen es so. Dann liegt der. Dann kann Kupio den Peaks fertig machen.
greift uns halt noch ein Pieks und ein Para an. Yay. Sehr gut. So, Mario, Sprung. Okay. So, der ist weg. Dann... Oh, Stern. Oh, nee, Insignie. Okay. So, Lein. Donnerwetter, Donnerwetter. Jetzt überlege ich bloß gerade, wie es von der Zeit her ist. Schaffen wir in diesem Part überhaupt den Kampf gegen Logar noch? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Naja. Powerpanzer. Und tschüss. Cool. Titelüdelü, 9 Sternpunkte. Mario geht's irgendwie nicht gut. Naja. Es geht wieder ein bisschen besser. Ja, es ist wirklich so, der epische Endkampf gegen Logar und so. Weißt du Bescheid? Wir füllen erstmal alles auf. Wir gehen kurz ins Menü. Wir switchen auf Kumbrina wegen Scan und so und wir speichern und dann stürzen wir uns doch schon schnell in den Kampf. Wir kriegen das hin. Vorher checke ich noch mal schnell die Orden. Wir haben Ordenpunkte frei. Wenn Vorsicht geboten ist, wird jeglicher Schaden, den dein Partner erleidet, halbiert. KP plus. Erhöht Marios Gesamt-KP um 5. Mario lernt den Power Dart in 3 KP kostet. Okay. Wir machen, glaube ich, das KP plus mal rein. Okay, und gehen rein. Episch! Was wollt ihr hier? Oh, der Drache Logart. Donnerwetter noch einmal da. Schöner Papierdrache. Ha! Ihr seid bestimmt Kumpane von den feigen Typen, die vor kurzem hier waren. Wieso seid ihr nur alle hinter meinem Schatz her? Kriegt ihr denn nicht genug? Was seid ihr für Narren, mich besiegen zu wollen? Und dann solche Winzlinge, seid ihr nicht viel mehr als ein kleiner Imbiss. Aber eure Füße riechen, als wären sie immer eigenen Saft gedünstet. Lecker! Igitt. Ich werde erst eure Füße ablecken, dann röste ich euch und dann... Nom, nom, nom. Naja. Nom, ni, nom, ni, nom, ni, nom. Toll. Zeit für einen Imbiss. Ich soll die nur zuerst anknabbern. Wen soll ich nun zuerst anknabbern? Bla, bla, bla. Flucht in diesem Kampf nicht möglich. Weißt du Bescheid? Scanner. Cool. Das ist Logart. Maximal KP 20, Angriffskast 5, Verteidigung 1. Logart beherrscht Stampf- und Beißattacken und sie kann auch Feuer speien. Sie ist hinterlistig und versucht dich zu betrügen, wenn sie sich in die Enge treibst. Wenn du sie in die Enge treibst. Aber sie hat panische Angst vor einem Tier, das mit F anfängt und mit Sch endet. Es gibt einen Orden, der damit zu tun hat. Hast du ihn schon gefunden? Aber klar. Deswegen werden wir ihr gleich auch mal auf den Fuß hauen mit dem Powerhauer. Und mit Froschgeräuschen. Yay! Igitt! Da quakt ihr ein F-Frosch! Wieso habt ihr das gewusst? Voll aufhören! Ich ekle mich vor Fröschen, seit ich mich mal an einem verschluckt habe. Ich muss nur dieses Quaken hören, schon fühle ich mich ganz schwach. Sehr gut. Ja, und die Requisiten fallen auch gleich mal um. Toll. Yeah! So, Gumbrinerlein. Entweder auf Logarts Fuß oder auf die Fresse. Naja. Nein! Wir hauen hier gleich mal wieder auf den Fuß. Weil es schön ist. Und weil es quakt. Vier Wetter! Ah, meine Kraft lässt nach. Ist mir wurscht. Aua, das tat weh. Ja. Siehst, dass es dir nicht gut geht. Trotzdem macht Mario Talent fit oder nicht? Ich glaube schon. Oder wir warten noch kurz. Nee, wir hauen noch mal auf den Fuß.
Yay. Oh, toll. Die Angriffe werden irgendwie immer schwächer. Naja. Aber jetzt. Sternfit. Oh Mann, sonst freckt mir hier die Gombrina noch. Ich hätte ja gleich Kupio mit reinnehmen können, aber wegen Scannen und so habe ich gedacht, ne? Machst du mal nicht. Und ich glaube, das war auch gut so. Giftpilze, Hilfe. Gott. Noch mehr Giftpilze hintereinander habt ihr nicht gehabt, oder? Unfair. Oh, Donnerwetter. Knapp vorbei. Ist auch daneben. Schnell, Mario. Yay. Supi. Stimmt, Mario hat jetzt 5 KP mehr. Ich denke schon, warum hat er 20? Was ist hier los? Ja, Gumbrina hat nur 10 und Mario hat 20. Wir hatten vorhin 15 durch das Level Up. Und jetzt durch den einen Orden hat Mario 5, noch 5 mehr. Sehr gut. 3 Ordenpunkte, ganz schön, naja. Jo! Was wär's eigentlich? Was soll das? Warte, halt, ich kapituliere. Ich bin auch wieder ganz brav, aber hab Erbarmen. Also gut, du hast gewonnen, du sollst 1000 Münzen bekommen. Na, wie ist das? Her mit dem Geld, vergiss es, vergiss es. Du willst also kleine Münzen? Dann sollst du einen Orden aus meinem Schatz haben, wirklich seltenes Stück. Diese Orden kannst du nur hier und jetzt bekommen. Na, wie gefällt dir das? Her mit dem Orden, vergiss es. Gut, dann darfst du an meinem Schweißclown riechen. Du willst doch bestimmt den exquisit würzigen Duft meiner Clown kennenlernen. Nur ganz kurz schnüffeln, ihr geht niemals. Was für ein misstrauischer kleiner Giftzweig. Dabei ist Vertrauen doch so wichtig in der Welt. Jetzt hilft wohl nur noch... Oh Gott, die Spezialattacke, ich hasse es. Ja, gleich mal das Publikum hier halt aufgefressen und so. Und wie schrecklich. Haha, jetzt fühle ich mich wieder kräftig. Unerhört, lass uns ihn fertig machen, Mario. Ja, besser ist es. Toll, wir kämpfen nicht mehr auf der Kampffläche, sondern irgendwo im Zuschauerbereich. Mir gefällt das schon wieder. Aber er hat nur noch 10 KP. Die Hälfte. So schnell schaust du gar nicht bis dahin. So, normal, Hammer drauf. Yay. Dieses Quark macht mich so unglaublich schwach. Das ist schön. Feuer. Yay. Nicht mehr Schaden genommen. Das gefällt mir schon wieder. Der wird irgendwie wirklich schwach durch das Quaken. So, komm. Mach mir dem leider eine Ende, Powerhauer. Ich bin weg hier. Yay. Aber ich schimpf und schmach. Und tschüss. Wetter 30 Sternenpunkte, der leckt mich am Arsch. Naja, kein Level, aber trotzdem gut. Logard ist hier. Mario, geschafft. Jetzt müssen wir nur noch das Sternjuwel finden. Köstliche. Hä? Was ist hier nur los? Hey, der spuckt gleich was aus. Wer ist das? Puh, endlich wieder eine Luft. Aber... Hm? Vater? Hey, Kupios Vater. Oh, das ist doch mein kleiner Kupio. Kommt mir nur so vor, als wärst du ziemlich gewachsen in letzter Zeit. Ziemlich gewachsen? Was meinst du? Und überhaupt, wo hast du die ganze Zeit gesteckt? Nun, auf meiner Jagd nach Logard bin ich bis hierher gekommen. Ich hatte sie fast besiegt, aber Logard hat mich überlistet und gefressen. 10 Jahre habe ich in ihrem Wanst verbracht, im Schutz meines Panzers. Aber jetzt bin ich es endlich wieder... Aber jetzt bin ich ja endlich wieder frei. Also wirklich, was haben wir uns für Sorgen gemacht? Wir hatten alle gedacht, du wärst schon längst tot. Naja, aber Hauptsache ich lebe, wir sehen uns wieder. Übrigens, Kupio, was machst du eigentlich an diesem Ort wie an einem Ort wie diesen? Also wirklich, mein Vater. Ich bin hier, um Logard zu töten und das Dorf zu befreien. Was denn sonst? Und dann ist da noch Mario. Er ist auf der Suche nach dem Sternjuwel. Hm? Das Sternjuwel? Ist das vielleicht dieses kleine Steinchen? Yeah! Was ist denn das? Das habe ich in Logards Bauch gefunden. Es sah aus wie ein nettes Souvenir. Und das
Das habt ihr also gesucht. Das passt ja wunderbar. Hier für dich. Supi. Ja, du musst dich nicht genieren. Du bist Kupios Freund. Also nimm schon. Dann her damit. Und das erste gehört uns. Ja. Du hältst ein Sternjuwel. Deine Sternkraft beträgt jetzt 2. Mario lernt die Sternattacke Maxi Beben, die übrigens sehr toll und effektiv ist. Werden wir auch gleich mal einsetzen. Demnächst. Kapitelende. Episch. Naja. Nach dem Sieg über Logan fand Mario in der Burg ein Sternjuwel und mit dem Sieg über Logan kehrte der Frieden nach Blütenweiler zurück. Auch Kupio war glücklich, seinen tot geglaubten Vater wiedersehen zu können. Nur Prinzessin Peach bleibt weiterhin verschwunden, wo mag sie nur sein? Nun, Marios Abenteuer hat gerade erst begonnen. Willst du bisher den Spielplan speichern? Bla bla bla. Wir machen noch weiter, weil es mir gerade so gut gefällt. Jetzt kommen so epische Mario-Bilder. Und dann werden wir gleich wissen, was so abgeht. Oh, Peach! Komische Typis, die wir bereits aus Rohlingen kennen, die irgendwie Gumbrina bedroht haben. Herr General, wir haben Prinzessin Peach. Ah, ja. Also es wird Zeit, dass du uns sagst, wo diese Karte ist. Oh, dann wieder. Prinzessin Peach! Wie oft soll ich jetzt noch sagen, das ist das, dass ich nicht weiß, wovon du redest? Sinnlos zu leugnen, wir wissen, dass du die Karte hast. Sag, was du weißt, das ist besser für dich. Wir Krusionen sind nicht gerade geduldig. Ah ja. Herr General, bitte um Erlaubnis, Bericht erstatten zu dürfen. Was gibt's? Logans Sternjuwel wurde von einer unbekannten Person entwendet. Was? Ist etwa noch jemand hinter den Sternjuwelen her? Und hat dieser jemand sogar Logard besiegt? Jawohl, wir haben hier einen präzisen Bericht. Die fragliche Person ist ein Bartträger mit roter Mütze und blauem Overall. Mario! Mario? Ups. Was denn? Haha, so Mario. Na gut, über diesen Mario wirst du uns noch berichten. Wachen, bring die Prinzessin zurück in ihr Zimmer. Zu Befehl. Aber pass auf, fass das Schätzchen nicht zu grob an. Zu Befehl. Na dann, und tschüss. Epische Musik. Also, Crucilius. Wenn dieser Mario die Karte hat, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er auch im Wunderwald auftaucht. Unser nächstes Ziel. Dünne Wette. Du musst ihn unbedingt zuvorkommen und der Sternjuwel zuerst finden. Verstanden. Zu Befehl, Herr General. Tschüss. Ich frage mich, ob Crucilius allein der Sache gewachsen ist. Hey, Dura! Sie haben gerufen, mein General. Bring mir das Schattentrio. Das Schattentrio? Aber die sind doch... Egal, ruf sie sofort. Zu Befehl. Wer ist nur das wir? Suchst du uns? Hier sind wir schon. Ach, cool. Die liebe ich ja. Und hat die Prinzessin dir verraten, wo die Karte ist? Sei lieber ruhig, Brunhilda. Nur weil ihr Peach damals nicht geschnappt habt, konnte sie die Karte diesem mysteriösen Mario geben. Es war vollkommen unmöglich. Da waren zu viele Leute. Außerdem kam noch dieser komische Alte. Aber wie wäre es, wenn wir diesen Mario erledigen und dir die Karte bringen? Ich bitte darum, für unsere Pläne ist die Karte unentbehrlich. Meine Untergebenen werden euch die notwendigen Infos über Mario geben. Also gut, Brunhilde, ihr werdet ihn also fertig machen. Wir werden ihn bald Erfreuliches berichten. Also gehen wir, Roberta, Barbara, an die Arbeit. Also, Schattentrio, Brunhilde, Roberta, Barbara. Yay! Ui, ich glaube, das ist die Barbara. Brunhilde ist die Kleine und Barbara ist die... Nee. Wie hat die dritte das geheißen? Ich muss weg. Roberta, genau.
Oh nein. Schon wieder gefangen. Mario und Toadsport werden sich sicher sorgen. Aber wo bin ich nur hier? Könnte ich die beiden doch wissen lassen, dass ich gefangen gehalten werde. Na dann, wir spielen jetzt Peach. Das ist übrigens auch eine sehr schöne Sache. Man kann hier dann Peach spielen und Mario spielen und bla bla. Menü gibt es jetzt leider nicht. Soll jetzt egal sein, wir machen an dieser Stelle trotzdem mal einen kurzen Cut und ich nehme dann gleich noch weiter auf, weil ich Bock drauf habe. Ja, wenn es euch gefallen hat, bitte kommentieren, abonnieren, wenn ihr möchtet, auch gut bewerten. Ansonsten bin ich der AC105 und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Paper Mario, die Legende vom Äonentor. Bis denn und ciao, ciao.